Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Hier Terrox von 2 von 1 Movies. Und heute zeige ich euch, wie man ein Auge färben kann. Und zwar habe ich mir hier dieses Bild runtergeladen und dupliziere erstmal hier diese Ebene, dass wir eine Sicherheitskopie haben. Dann wählen wir das Auge mal aus. Ich benutze jetzt das Schnellauswahlwerkzeug und werde dann meine Auswahl mit dem Maskierungsmodus verbessern. Ja. Ja, muss jetzt auch nicht so sauber sein für das Tutorial. Aber sollte vielleicht ein wenig so. Zoome mich hier noch ein bisschen ran. Mach die Ränder weg, dass ich das hier nochmal schön nacharbeiten kann mit dem Pinsel. Ihr habt ja dann da später wesentlich mehr Zeit. Um hier eine schöne Auswahl, um euer Auge zu treffen. Ja, das passt eigentlich. Okay, und wenn ihr dann mit eurer Auswahl zufrieden seid, ja, könnt ihr den Maskierungsmodus wieder verlassen. Und jetzt drückt ihr STRGJ, um diese Auswahl auf eine neue Ebene zu bringen. Ihr seht, hier ist das Auge. Und ja. Das hat dann später den Effekt, dass ihr nicht die Ebene färben müsst, sondern nur das Auge. Und zwar gehen wir jetzt hier auf, wir wählen die Ebene erstmal aus mit dem Auge, genau, und auf Bild, Korrekturen und dann Farbtonsättigung. Würde auch mit STRG und U funktionieren. So, wenn man hier ein bisschen rumspielt. Und sieht man schon, das Auge verändert die Farbe. Man kann es entweder so machen, dann die Sättig mit der Sättigung noch rumspielen. Die Sättigung ist, desto höher sie wird, also desto weiter man den Regler nach rechts verschiebt, desto intensiver wird der Farbton. Und desto weiter man ihn nach links schiebt und die Sättigung verringert, nimmt es die Farben aus dem Bild raus. Aber für dieses Tutorial gehen wir mal hier unten auf den Button Färben. Und dort ist schon die Sättigung von 25 eingestellt. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine Farbe, die uns gefällt. Und ja, warum nicht hier so ein Lila oder Blau? Ja, so ein Blau. So, wir könnten natürlich jetzt übertreiben mit dem Blau. Aber ich lasse es mal so bei einem Wert von 30. Dann bestätige ich die Auswahl und wenn wir jetzt rauszoomen, kann mir keiner sagen, dass es irgendwie echt aussieht. Deswegen gehen wir erstmal, schauen uns hier, gehen ineinander kopieren. Sieht auch noch nicht so toll aus. Gehen dann mal auf weiches Licht. Obwohl, wir gehen auf ineinander kopieren. Schrauben die Deckkraft runter auf 60, ja, um auf die 60%, dann sieht es schon realer aus. Und das Wichtige bei einer Bildbearbeitung ist ja, dass es so real wie möglich aussieht. Jetzt hat es hier aber noch sehr harte Kanten und die wollen wir ja nicht. Deswegen wählen wir unsere Ebene aus, gehen auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Und stellen hier um die 15 bis 20 Pixel ein, bestätigen das Ganze und sehen hier, das hat jetzt eine andere Farbe übernommen. Natürlich könntet ihr jetzt auch noch mal die Farbe ändern in grün oder so. Und ja, je nachdem könnt ihr dann noch mit der Deckkraft rumspielen und so weiter. Und ich finde, das sieht dann
nicht aus wie ein gefärbtes Auge. Das war dann wieder ein schnelles Tutorial. Bitte bewerten, kommentieren oder auch abonnieren. Bis dahin. Tschüss.